Renat, du bist nun seit etwas mehr als einem Monat in Zürich. Wie fühlst du dich? Schon so gut wie zu Hause, um ehrlich zu sagen. Zürich ist halt eine super Stadt, wunderschön und nicht weit von Deutschland. Das heißt, meine Eltern sind sehr oft zu Besuch bei mir und hat einfach super gepasst. 2020 gab es bereits einen ersten Versuch für dich hier bei GC. Leider hat es dazu mal wegen der frühen Verletzung nicht funktioniert. Was hat diese Ausgangslage für eine Rolle gespielt, dass du jetzt wieder hier zurück zu GC kamst? Ein Kapitel wurde noch nicht beendet, das würde ich sagen. Auf jeden Fall, Grasshoppers hat mir direkt seit dem 1. Mal 2020, als ich hier war, super gefallen. Und dass die Option nochmal kam, dass ich zurückkommen kann, war für mich dann halt ein direktes Ja. Und bin einfach glücklich, hier zu sein gerade. Hast du GC während der letzten 2 Jahre, in denen du nicht hier warst, etwas verfolgt? Ja, auf jeden Fall. Letzte Saison, wissen wir, war nicht so prickelnd. Aber die Saison haben wir gut gestartet. Und auch Conor Ronan und Totti Gomez kenne ich noch von Wolves, und mit Totti habe ich in Portugal gespielt, natürlich habe ich verfolgt, und das heißt, ich war immer ein bisschen auf der Hut mit GC. Die ersten Spiele waren sehr erfolgreich für dich sowie auch für die Mannschaft. Wie zufrieden bist du mit deinem Einstand? Also natürlich sehr glücklich über 3 Tore und eine Vorlage, aber dafür muss ich halt der Mannschaft danken, weil ohne die hätte ich die Tore nicht gemacht, und wie man auch jetzt gerade sieht, sind wir gut drauf. Jetzt heißt es halt, den Fokus weiter zu behalten, dass wir auch am Ende der Saison sehr weit oben stehen und unsere persönlichen Ziele, die wir als Mannschaft haben, erreichen. Du hast deine Statistik angesprochen, welche nach den ersten Spielen schon sehr gut aussieht. Wie wichtig ist es für einen Stürmer, mit so einer Ausbeute zu starten? Es fühlt sich einfach schön an, um ehrlich zu sagen. Und ich denke auch, dass halt, du gibst der Mannschaft was zurück mit Toren als Stürmer. Und das ist halt einfach gut, würde ich so sagen. Und jetzt heißt es für mich auch persönlich, für meine persönlichen Ziele, weiter voll fokussiert bleiben und hoffentlich noch so viele Tore, wie es geht, zu schießen. Was Außenstehenden immer wieder auffällt, ist, dass der Teamspirit in dieser Mannschaft sehr ausgeprägt und auch sehr gut ist. Wie hast du das als neuer Spieler erlebt und wie wichtig war das auch für dich zu Beginn? Also ich bin hier angekommen und da waren halt noch ein paar Spieler da, Giotto, Schmidt, als ich vor 2 Jahren da war, und es ging alles relativ sehr schnell. Wir haben halt eine super lustige Mannschaft, kann man so sagen, und jeder ist gut mit jedem und jeder hat Spaß mit jedem, aber wir wissen halt auch den schmalen Grat zwischen Spaß und harter Arbeit, und ich glaube, das macht uns dieses Jahr sehr aus, weil wir auf dem Platz, wie neben dem Platz, immer 100% da sind und immer 100% Gas geben. Mit dir ist auch Meritan Shabani aus England nach Zürich gewechselt. Meritan und du seid sehr gut befreundet. Ihr wart diesen Sommer auch zusammen in den Sommerferien. Was verbindet euch? Was heißt, wir verbinden uns? Wir sind halt einfach gute Freunde. Wir verstehen uns gut, auch läuft einfach alles super mit mir und dem. Und auf dem Platz haben wir es noch nicht bewiesen, aber hoffentlich kriegen wir die Chance noch dazu. Aber halt auch außerhalb auf dem Platz, wir gehen sehr oft zusammen essen und wir verbringen sehr auch oft Zeit zusammen mit unseren Freundinnen auf dem Sofa und haben einfach mal so eine chillige Zeit. Und im Urlaub haben wir immer sehr viel Spaß, wir zwei. Und ja, ein super Typ werde ich dann. Gehen wir an den Anfang deiner Karriere. Deine Eltern waren auch Leistungssportler, dein Vater im Wassersport und deine Mutter im Handball. Auch dein Bruder ist Profifußballer geworden. War das von Anfang an klar für dich, dass du einmal Fußballer werden willst? Also ich habe immer auf meinen großen Bruder heraufgesehen, deswegen, es war, was heißt, klar war es nicht, du weißt ja nie, ob du es schaffst oder nicht, aber ich wollte immer Fußballer sein und das war mein Traum und dem bin ich nachgegangen. Schon seitdem ich 4 Jahre, 5 Jahre alt bin, war ich immer mit einem Ball in der Hand und dann halt immer die Spiele von meinem Bruder geschaut und alles drum und dran, und mit der Zeit wurde ich dann auch zum Fußballer. Also würdest du sagen, dein Bruder ist dein größtes Vorbild? Ja, kann ich so sagen. In deiner Jugend hast du bei VfL Wiesbaden, Eintracht Frankfurt und auch RB Leipzig gespielt. In den Medien wurde bekannterweise viel über diese Zeit berichtet und geschrieben, auch was nicht immer gut lief. Was hast du aus dieser Zeit gelernt und was unterscheidet den Renat von dazumals mit dem, der heute hier ist? Also um ehrlich zu sein, die Zeit bei Eintracht Frankfurt war für mich eine der lehrreichsten Zeiten in meiner ganzen Karriere, weil die Fehler, die ich dort begangen habe, die haben mich halt zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich weiß ganz genau, wie wichtig es ist, hart zu arbeiten und seinen Traum zu verfolgen, weil du weißt nicht, was morgen ist. Das ist auch etwas, was ich immer denke. Du weißt nicht, was morgen ist, und du musst halt jeden Tag 100% da sein. Jedes Training musst du so angehen, als wäre es dein letztes Training, und das ist für mich halt sehr wichtig, dass man immer fokussiert bleibt und
100% bei der Sache ist. Du stammst aus einer aserbaidschanischen Familie. Selber bist du in Deutschland geboren und auch dort aufgewachsen. Hast dich schlussendlich für die aserbaidschanische Nationalmannschaft entschieden. Wie stolz macht es dich, dein Land und auch das Land deiner Eltern zu repräsentieren? Also meine Kultur ist ja mehr aus Aserbaidschan sozusagen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber zu Hause war halt immer aserbaidschanisches Essen und ich spreche ja Russisch und das war für mich halt auch ein Kindheitstrauma, für mein Heimatland, wo meine Eltern herkommen, zu spielen. Und mein Bruder war ja auch Nationalspieler und als ich das erste Mal mit dem bei der Nationalmannschaft war, war es halt wie so, oh wow, das ist schon geil, das ist schon ein Trauma. Und jetzt heißt es für mich auch, was Nationalmannschaft heißt, weiter voll Gas zu geben und hoffentlich, dass wir uns auch mal qualifizieren für eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Das ist unser Ziel bei der Nationalmannschaft und darauf arbeiten wir hart. Und lassen Sie uns sehen, was in der Zukunft passiert. Kommen wir zum Schluss zur GC. Wie gesagt, hattet ihr einen tollen Start in die Saison. Was sind deine persönlichen Ziele für den Lauf der Spielzeit? Auf jeden Fall, meine Ziele sind, der Mannschaft mit Toren und Vorlagen so viel zurückgeben, wie sie mir auch gegeben haben, seitdem ich hier bin. Und hoffentlich am Ende der Saison, dass wir so weit oben sind, wie wir es uns vorstellen. Aber dafür brauchen wir harte Arbeit und die Saison ist noch sehr lang. Deswegen, ich kann leider nicht in die Zukunft gucken. Wenn ich das könnte, würde ich Ihnen sagen, wo wir am Ende der Saison stehen. Aber für uns ist es halt sehr wichtig, jede Trainingseinheit ernst zu nehmen und jedes Spiel, das wir haben, ernst zu nehmen.